Welcome back, ladies and gentlemen, ich bin's euer Psyche und ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Unholy. Wir finden uns in Kapitel 8, Dorothea. Also es geht diesmal um mich. Und wir sind jetzt hier wieder in dieser Anderswelt. Wahrscheinlich wieder in dem Haus von meinem Vater. Heute ist nicht alles ein bisschen blau geworden. Wenn du stirbst, wird der Albtraum nicht aufhören. Wer hat sich in den Schmarrn ausgedacht? Also, was haben wir hier? Findet sich in der Tür 1? Gar nichts. Also, offensichtlich schon, aber... Das hier ist gruselig. Da kommen wir auch nicht rein. Was muss ich machen? Chapter Objective EIB Max. Ja, finde ich auch, ne? Hätte man nicht schöner sagen können. Ich habe gar nichts gesagt. You stole your freedom. Okay. Ich verstehe jetzt gerade diese Räume hier nicht. Hallo? Hallo? Also es sieht auch minimal creepy aus, dieses Viech. Und das hier? Keine Ahnung. Also, schauen wir einfach mal. Das hier ist ein alter Teppichklopfer. Das werden wahrscheinlich die meisten nicht mehr kennen. Crazy. Mein... Beruhig dich doch. Ich war doch gerade bei dir. Aber ne, mein... Meine Oma und mein Opa hatten solche alten Teppichklopfer noch. Und... Da ist blutig. Ah ne, warte mal, das ist einfach nur... Schmarrn. Was haben wir hier? Strom. Was habe ich jetzt gemacht? Aber! What? Was habe ich gemacht? Okay, komme ich hier eigentlich... Also ich kann hier reingehen, aber das war es dann auch schon. Also es war sogar richtig, was ich gemacht habe. Ich schaue jetzt einfach mal hier in die Dinger rein. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich da irgendwas tötet. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis ich hier einmal so... Genau, es fliegt jetzt hier. Die Tür ist offen, Wunderbärchen. Dann geht es da unten in das Stromkabel, geht da hinten einmal rum, macht einen Salto und saust jetzt hier entlang. Bis da. Und jetzt verschwindet es. Nein, es dreht wieder um. Kann ich das Tor zumachen? Nein, kann ich nicht. Darf ich hier kurz rein? Okay, das fliegt jetzt hier rum, macht wieder seinen doppelten Rittberger, fliegt zurück und ist weg. Also das... ist Dorothea, also... Wobei, ich bin Dorothea, aber das ist... was auch immer meinen Namen kennt. Ich fühle mich jetzt... Aua! Ein bisschen unwohl damit, dass irgend so ein leuchtendes Ding meinen Namen stöhnt. Okay, Zeit genutzt. Beeil dich. Ja, ich habe mich beeilt. Musst du nur ein bisschen zuschauen. Also das war jetzt schon mal ein bisschen strange. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Und ich... Ich weiß nicht wieso, aber ich mag einfach diese Welt hier, wenn hier nur so ein kleiner schmaler Weg ist und hier alles so zerklüftet. Nicht irgendwie schön. Keine Ahnung. Das ist so Ordnung im Chaos. Machen wir mal das Licht an. Hallo, kommen wir hier rein? Es erinnert gerade ein bisschen an Outlast. Hallo? Wieso können wir hier drüber springen? Werden wir jetzt gleich schon wieder gejagt? Hört doch auf mit dem Schmarrn. Hallo? Nö. Wie? Ich beeil. Was zum... war das für ein Geräusch? Die Musik ist mir ein bisschen zu dramatisch. Nein, was bist du? Ach nein, das sind diese seltsamen Dingerviecher. Hä, wie soll ich denn das machen? Ich sehe die doch nicht. Ich glaube jetzt einfach mal. Einfach weiter. Einfach dahin, wo die Nase dann geht. Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich denn von den Viechern weglaufen? Jetzt mal Retalk. Ich sehe die doch nicht. Okay, ich habe meine Schlüssel gefunden. Vaterschlüssel.
Ich weiß noch, wie ich sie Vater ins Gesicht warf, als ich Garrett mit in den inneren Kreis nahm. Er musste einen Verdacht geschöpft haben. Er wollte nicht, dass wir mitkommen. Nach all den Jahren des Missbrauchs habe ich nicht auf ihn gehört. Das einzige Mal, dass ich es hätte tun sollen, habe ich nicht auf ihn gehört. Ach so, also mein Vater hat gesagt, na, nix gut. Es hat begonnen. Okay, ich laufe einfach weiter. Also, mein Vater hat damit gerechnet, dass es nicht so gut ist. Ich habe nicht auf ihn gehört. Und das war nicht gut. Das war der letzte Schlag. Er hat mich aufgeweckt. Ich war bereit, es zu tun. Ich war bereit, dieses Schreiben zu unterzeichnen, das mir die alleinige Vormundschaft über Gabriel nehmen würde. Ich hatte bereits die ersten Buchstaben meines Namens geschrieben, als ich es erkannte. Da beschloss ich, vor dem inneren Kreis davonzulaufen. Aber der Prophet, ich konnte nicht mehr fertig lesen. Das ist doch voller Grumpf. Okay, aber ich weiß jetzt wohin. Ja, du mich auch. So, hier lang, da lang Licht, dann hier rein, rechts und dann nochmal und so weiter. Also, Vaterschlüssel haben wir schon komplett gelesen. Dankeschön, tschüss, ciao, Kakao. Dann geht's hier weiter, ab nach links. Warte mal, du bist hier! Oh, du Vieh! So, aber Fred fand es heraus, er nahm mir das Baby gewaltsam. So, ich bin jetzt erstmal hier in einer Sackgasse. Oh. Ich muss erst noch verstehen, wie ich hier mit diesen Viechern klarkomme. Weiß es, er kommt? Weiß es nicht. Komm ich hier rein? Nein. Okay, da ist irgendwas, da will ich sowieso nicht hin. Okay, jetzt einfach wieder hier rein. Hoffen einfach mal. Oh, du. Entschuldigung, darf ich da vorbei? Danke. Ey, Wahnsinn. Okay, hier komme ich gar nicht vorbei. Alter. Diese Viecher sind schlimm. So, hier hin. Aha. Oh. Ich kann mir dieses Bild nicht ansehen. Sie haben ihn mir genommen. Er hatte mir genommen. Es dauerte nur ein Jahr, mich so umzuformen und mir weiß zu machen, dass nur sie meinem Kind helfen konnten. Ich habe ihnen geglaubt. Verdammt nochmal, ich war zu allem bereit. Ja gut, du warst eine verzweifelte Mutter. Spann ich doch. Ich muss mich beeilen. Ja, ich lauf doch schon. Ich lauf hier gerade vor Viechern weg, die ich nicht sehe. Oh. Das wird einfach alles höflich ignoriert. What is going on? What is love? So, alle begonnen. Es ist die Oma, die da redet. Please stay with me. I still need your help. Don't go. Stay here with me. Hallo, sie hat gerade gesagt, ich kann nicht weitergehen. Okay. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Na super. Gefällt mir alles überhaupt nicht. Oh, das sieht übertrieben aus. Okay. Aber diese unsichtbaren Viecher, die sind einfach schlimm, ey. Ich hab ja nicht mal meine Maske dabei. Wie soll ich was gegen die machen? Okay, und das hier ist einfach krass, diese fette Kathedrale. Und ich bin auf mich allein gestellt jetzt. Aber gut, ich bin eine Mama und Mamas sind zu vielen. Hey, du bist tot! Ach nein, wie soll ich ihn? Ich hab doch meine Steinschleuder nicht. Wie soll ich ihn gegen den klarkommen? Also es hat mir früher besser gefallen. Als ich hier doch nicht in dieser Anderswelt oder in meiner... Weil das ist ja eigentlich so eine Gedankenprojektion. Okay, kommst du jetzt rechts oder links? Ich glaube rechts. Ja. Kommst du überhaupt oder... Ja. Okay, bleibt einfach, gell? Ich schleich mich jetzt einfach weiter. Ich weiß nicht, ob an dem Fernseher was war. Jetzt hab ich... Nein, doch, kein Problem. Na, tschüss. Hat mich gefreut. Okay.
Das sind jetzt so nochmal die Highlights, oder wie? Jetzt einfach hier mittig. Das ist eigentlich nie gut, aber ich habe keine andere Wahl. Gut, ich drehe jetzt einfach um. Schön mittig. Wir müssen da lang. Okay. Ab in diese Kathedrale. Ich spüre, dass ich fast am Ziel bin. Zeit, das Ritual zu beenden. Okay, ladies and gentlemen. Jetzt muss ich wieder zurückkehren und was auch immer das ist. Was auch immer mir das sagen soll. Okay, da rechts Nebels. Ich schaue jetzt erstmal hier rein. Okay, hier komme ich wieder zurück, dann schaue ich jetzt erstmal doch hier rein. Okay, warum? Warum diese ganzen Gemälde? Warum kann ich mit nichts interagieren? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie hier irgendwas sein. Das hier sieht auch strange aus. Abgesehen davon war da ein Balkon, wenn mich nicht alles täuscht. Alter, meine Stimme kackt ab. Okay, ich dachte jetzt, dass da irgendwas Besonderes ist, weil hier überall sind diese Silhouetten drin, außer da. Aber nö. Okay, ab zurück. Jetzt wird's Zeit fürs Ritual, wie sie so schön gesagt hat. I accept the Eternal City and its throne. With this I sacrifice who I am and what I own. I submit my past and those who define me to experience the life eternal and timely. Jetzt kann ich zur ewigen Stadt gehen und Gabriel retten. Okay, dann Abmarsch! Wieso bin ich immer noch in dieser Zwischenwelt hier? Ah, okay, jetzt geht's da hinten lang. Jetzt trotzdem nochmal, können wir hier raus? Nein. Okay. Denn eigentlich hätte ich jetzt gedacht, ich inhaliere das Ganze und dann bin ich wieder zurück, aber... Das stimmt, man muss ja immer noch irgendwo langlaufen, über so einen dünnen Weg und dann ins Licht. Ja, genau. Das ist eigentlich voll strange. Ich bin jetzt nur gerade ausgelaufen, bin nicht runtergefallen. Irgendwie dramatisch, wenn so eine Tür so langsam aufgeht. Ist Kapitel 8 ab. Buh! Okay, ich weiß, was ich getan habe. Vielleicht bleibt noch Zeit zum Bereuen. Alles klar. Wir sind jetzt bei 12 Minuten. Ich würde sagen, wir machen weiter. Kapitel 9. Inneres Kloster. Ich habe meinen Sohn im Stich gelassen. Das wird nie wieder passieren. Okay, Zwischensequenz. Jo. Okay. Und ich glaube, jetzt langsam geht's ans Eingemachte. Our preparations are complete. Bring me the child. Yes, sir. The prodigal mother returned. Ja, was hast du für Augen? I told you, even in death, I will succeed. I will become who I was destined to be, a god. Hat jemand einen Gottkomplex. He came so close, only to fail to save your son again. That bitch downstairs said the same thing, and now she's dead. That bitch. That is of no significance. When I will ascend, I will be able to shape this reality according to my will. Nothing is lost. Das werden wir sehen. You will never win. I will take my son. Gabriel! Then please, try. Dispose of her. Ich dachte, sein Körper ist am Arsch. War da nicht irgendwas? Wie du befühlst. Ja, ja, ja. Das hier sieht aus wie eine Tür bei Elden Ring. In den Katakomben drin. Alter, Vater. Okay. Und der... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, der sieht aus wie bei Walking Dead Telltale Games. Da gab's einen. Reggie oder sowas hieß der. Okay, da muss ich offensichtlich rein. So, aber erstmal wieder ein Kristallon. Das gefällt mir gar nicht, dass hier so viele rote sind. Also entweder ich brauche die jetzt alle oder ich muss hier irgendwas schlachten damit. Ah, nevermind. Hallo? Okay, ich muss da dann lang, deswegen gehe ich erstmal nach oben. Erstmal schauen, was meine Möglichkeiten sind. Und scheinbar habe ich keine Möglichkeiten. Hallo? Jetzt eigentlich schon längst mit Rittern gerechnet.
Ja, bis jetzt sieht alles gut aus. Okay, hier hätten wir jetzt nochmal die Möglichkeit, Momentums zu verwenden. Ich habe 4! Hey, ich will das haben. Wahrscheinlich muss ich erstmal den restlichen Schmarrn haben, damit ich das haben kann. Okay, nach deiner Entscheidung dazwischen. Okay, das ist gut. Die Dauer der Verlangsamung. Die Güte, das muss nicht unbedingt sein. Emotional scheinbar. Ja, okay. Ich hätte gern die beiden, aber ich würde gern alles ausgeben. Ne? Wenn es jetzt zur Endphase geht, dann lieber alles weg. Deswegen mache ich jetzt erstmal Dash. Segen. Das ist ein Krampf, das ist eine schwierige Entscheidung. Verlangen-Effekt. Warte mal, Verlangen, das ist gelbe. Und das ist gut, wenn es länger anhält. Dann habe ich mehr Zeit zum Überlegen. Segen der Versuchung. Gut, wie gesagt, wenn ich jetzt hier das hätte, könnte ich wahrscheinlich das hier unten machen. Amen. Okay. Also ein bisschen krasser sind wir jetzt schon mal drauf. Es geht in die richtige Richtung. Jetzt ist nur die große Preisfrage, ich muss da durch. Wie? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe einfach nur meine andere Maske genommen und auf einmal ging die Tür auf. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber... Okay. Kann ich den Vorhang aufmachen? Ja. Warum noch einmal? Oh, jetzt weiß ich wieso. Oh nein. Jetzt habe ich schon ein kleines Problem. Nein. Du musst der Versuchung, dem Verlangen widerstehen. Okay, das war jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Also, der Vorhang ist dafür da, damit ich dahinter gehen kann, damit alles gut ist. Also, Maske 2. 2. Hasime. Okay. Dann sollte ich das hier... Nein, das war nicht so geplant. Du siehst mich nicht. Warte mal, das hat nicht funktioniert. Aua, er haut mich trotzdem. Okay, 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 okay. Jetzt habe ich einen Plan. Jetzt muss ich die wahrscheinlich... Hallo? Ich muss die jetzt wahrscheinlich hier... ein wenig ausschalten. Hier komme ich nicht durch, bis er dahin geht. Um das auszumachen. So. Dann erstmal das hier. Damit ich die Möglichkeit habe, das hier zu füllen. Na Kollege, und jetzt darfst du jederzeit in meine Richtung kommen, wenn du möchtest. Oh, hat das auch gemacht. Oh, die ist aber doof, ne? Ich hoffe, er ist tot, sonst habe ich ein kleines Problem. Sagen wir jetzt einfach mal, er ist tot. Okay. Okay. Aha. Passt perfekt, haben wir auch nichts verschwendet. Gut, ein gelbes haben wir verschwendet. Okay, hier hätte ich wahrscheinlich... Aha. Nö, doch. Ich dachte jetzt, ich hätte hier auch dahinter gehen können und das zumachen. Aber nö. Blau ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Ich habe Full Blau, aber kein Row. Ich überlege gerade schon nach unten zu gehen. Da waren ja noch ein paar. Okay, da ist wieder dieser... Ah. Das hätte ich auch machen können. Da durchlaufen und dann runter. Ja, okay. Er hat eine blutige Hand. Okay, davon muss ich wahrscheinlich aufpassen. Vor dem Schimmer. Da ist ein Stromkasten. Was auch immer mir das gebracht hat. Wir werden es hoffentlich erfahren. Denn sonst wird das Ganze ein bisschen eng. Ich sehe schon, die baiten dich hier mit diesen ganzen roten Schlössern einfach nur, damit du alles rausballerst. Oh, ein Momento und eine Rassel. Eine einfache Rassel aus Bakelit. Blau bemalt und mit getrockneten Erbsen gefüllt. Gerade das erste Spielzeug. Oh, das ist aber schön. Das hat Gabriel bestimmt gefreut. Okay, mein Lebenswerk trägt langsam Früchte. Ich sollte überglücklich sein, doch ich kann es nicht. Niemand wird je erfahren, welchen Preis ich zahlen musste, um hier zu sein. Wusste ich, dass mein Sohn nicht der Prophet ist? Natürlich, aber welche Mutter wünscht sich nicht, dass ihr Sohn etwas Großes wird? Jemand, der die Sanftmütigen regiert und die Hartnäckigen anführt. Oh, und dieser Traum von mir wird bald Wirklichkeit werden. Ich habe ihn verwirklicht. Das wird mein Aufstieg. Die Jahre, die ich damals verbracht habe, meinen Jungen zu erziehen, auch in Bezug auf Verbotenes, haben ihn zu einem Mann gemacht, der nach dem Höchsten streben kann. Nach der Gottwerdung. Für ihn und für mich als ehrwürdige Mutter. Die Ironie des Ganzen ist, dass das Blut des Propheten war, der alles möglich machte. Das Leben eines Kindes für die Gottwerdung meines Sohnes. Ein fairer Tausch. Ich glaube nicht, dass es... Also am Anfang dachte ich, okay, das sind meine Notizen, aber nein. Ich glaube, das sind die von der anderen Eulen, die schon abgenippelt ist. Ich weiß gar nicht. Kann ich hier lang gehen? Ja, weniger. Also hier können wir jetzt mal so einen Überblick bekommen. Das fängt hier leicht an zu ruckeln. Leider, leider.
Also ich hoffe, es stört euch größtenteils. Ich gehe jetzt doch mal nach unten und werde meinen... Ach, ich kann ja gar nicht mehr nach unten. Hallo, kannst du noch mal aufgehen? Asimi? Ich wollte jetzt eigentlich mein letztes Momento nutzen, aber wenn wir hier, noch was einsammeln können, dann können wir es ja auch noch nutzen. Frühestens später. Okay, frühestens später ist auch so eine geile Aussage. Okay, aber Ladies and Gentlemen, wir sind schon bei 22 Minuten. Ich glaube, langsam geht es in die Endphase. Ich werde jetzt hier viel die machen und es geht in der nächsten Folge weiter. Sollte ich jetzt aber merken, okay, nach 10 Minuten ist das Game hier vorbei. Schneide ich das hier noch dazu, also nicht wundern. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann einmal in den nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag, Mister. Ciao, ciao.